Hallo, ich bin der Björn von Winterspelt, ich spiele Bass. Hi, ich bin Martin von Winterspelt und ich spiele Gitarre. Ich bin Felina von Winterspelt und ich singe. Ich bin auch von Winterspelt, ich bin der Victor und spiele Schlagzeug. Ja, also geben tut es uns jetzt eigentlich schon seit Ende 2000 um den Dreh rum. Zwischenzeitlich dann doch des Öfteren mal Gitarristen gewechselt, aus verschiedenen Gründen. Mal hat es musikalisch nicht so ganz gepasst, mal sind Kai ausgewandert. Nach etwas längerer Suche haben wir dann den Martin gefunden und sind dann doch jetzt recht glücklich, dass es dann jetzt mal wieder ein bisschen vorangeht seit dem Band. Ja, also wir haben jetzt 3 Songs aufgenommen, das war noch mit dem alten Gitarrist, der jetzt in der Türkei ist. Und wir wollen jetzt im Juni oder Juli, glaube ich, im Studio wieder nochmal 3 Songs aufnehmen. Also einfach, um wieder einen aktuellen Stand von unserer Musik zu haben. Und man hat es vielleicht auch gehört bei unserem Programm, es ist halt sehr, sehr bunt gemischt eigentlich. Es sind sehr funky Stücke und sehr rockige und sehr ruhige wieder. Und ja, spiegelt halt so unsere ganze Zeit immer wieder. Also wie wir uns weiterentwickelt haben, so hat sich halt auch alles dann sehr verändert. Wer schreibt bei euch die Songs? Wie kommt es dazu? Wie entsteht bei euch ein Song? Das passiert eigentlich so im Proberaum. Also irgendwer hat eine Idee, ob das jetzt der Bass ist oder die Gitarre oder manchmal hat der Victor auch eine Idee am Klavier oder auch am Schlagzeug. Dann wird es einfach so im Proberaum ausprobiert, wie es halt irgendwie passt. Dann kommt die Felina mit dem Text und ja, es wächst halt so zusammen mit der Zeit. Also ist keiner da, der jetzt alleine einen Text schreibt oder so, dann das präsentiert. Ja, also ich tue mich sehr, sehr schwer mit Texten. Weil ich glaube, ich habe auch einen ziemlich hohen Anspruch. So. Also, oh Baby, Schalala ist zwar nicht so, es hat nicht so unser Ding. Und eigentlich inspirieren lasse ich mich quasi nur von mir selbst. Das ist jetzt nichts Tolles. Es ist eigentlich immer nur so, es geht auch nicht immer um Liebe, sondern einfach um irgendwelche Gefühle oder. Ja, also, es ist eigentlich, erzählt keine Geschichte, sondern bearbeitet eher eine Emotion oder so. Ein bisschen schwer nach dem Namen, nach dem Namen zu finden. Und ich bin Fan von einem sehr tollen Roman von Alfred Andersch und der heißt Winterspelt. Das spielt den Zweiten Weltkrieg und um die Sinnlosigkeit von dem Krieg. Ja. Den Namen quasi übernommen worden. Aber es ist sehr empfehlenswert. Ja. Wenn eure Musik ein Tier wäre, welches Tier wäre es? Chamäleon. Ich hätte Känguru gesagt. Ja, du Ohrenbrüllen, so cool. Eine Mischung aus Chamäleon und Känguru. Ja. Das wäre halt interessant, ja. Also wir sind jetzt gerade wieder so im Aufbau und versuchen jetzt halt irgendwie an Gigs ranzukommen und wieder einfach mehr präsent zu sein und wollen, also die CD ist ja auch dafür da, dass wir uns ein bisschen promoten können und so. Wir wollen halt, dass es nächstes Jahr dann richtig wird. Ja. Yeah.